In Hongkong ist es bei erneuten Protesten zu Ausschreitungen gekommen. Zehntausende zumeist schwarz gekleidete Regierungsgegner zogen zunächst friedlich durch den Stadtteil Mong Kok. Am Abend eskalierte der Protest. Die Polizei setzte nach Warnungen Tränengas ein und beschuldigte die Demonstranten, Anweisungen nicht Folge geleistet zu haben. Protestierende errichteten Barrikaden und entzündeten vor einer Wache in einem Shoppingviertel im Süden der Stadt ein Feuer. Es kam zu einer Explosion. Auch an anderen Stellen gab es Brände. Über die Zahl der Festnahmen wurde zunächst nichts bekannt. Zwei Monate nach dem Wiederaufflammen der Demokratiebewegung haben sich die Massenproteste zur größten politischen Krise Hongkongs seit der Rückgabe der Sonderverwaltungszone an China ausgeweitet. Zuletzt schlossen sich auch tausende Beamte und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an. Für Montag riefen Aktivistengruppen zu einem stadtweiten Streik in verschiedenen Branchen auf.